Hey, Sakuta, ich glaube, wir sollten uns trennen. Was? Die Person, die gerade mit mir Schluss macht, ist meine erste Freundin, seit ich die Uni abgeschlossen hat und erwachsen geworden war. Meine Freundin war wunderschön und ich war ein ganz normaler, nerdiger Gamer. Ich wusste immer, dass meine Freundin eine Nummer zu groß für mich war, aber ich mochte sie wirklich. Vor allem war ich froh, dass wir die gleichen Hobbys hatten. Oder zumindest habe ich das so empfunden, aber es stellte sich heraus, dass ich der Einzige war, der so dachte. Warum? Das musst du noch fragen. Aber ich meine, wieso? Was habe ich falsch gemacht? Das ist es ja gerade. Weißt du noch, was ich mir für unseren Jahrestag gewünscht habe? Natürlich, du wolltest eine Nacht im Hotel Reflect Tokyo verbringen. Deshalb habe ich mir sogar einen halben Tag freigenommen, nur um die Reservierungen vorzunehmen. Es war fast unmöglich, dort zu reservieren und ich musste mit Händen und Füßen dafür kämpfen. Ja, da bin ich mir sicher. Und ja, es ist dir gelungen, das Hotel Reflect Tokyo für uns zu reservieren. Aber was für ein Zimmer hast du reserviert? Was meinst du mit welchem Zimmer? Ich habe den speziellen Themenraum zum Online-Spiel Black X Black Dystopia reserviert, was Ausgangspunkt unserer Beziehung war. Wer hätte gedacht, dass sie zu diesem Zeitpunkt einen Themenraum anbieten würden? Es fühlte sich wie Schicksal an. Es hätte keinen perfekteren Raum für unseren Jahrestag geben können, meinst du nicht auch? Siehst du, genau das ist es. An unserem Jahrestag. Ein Themenraum für ein Spiel? Warum? Das ist nicht das, was wir dort machen. Alles dreht sich immer um Spiele, Spiele, Spiele. Selbst wenn wir irgendwo hingehen, ist es ein Spielecafé oder ein Spiele-Collaboration-Shop. Es tut mir leid, aber ehrlich gesagt kann ich nicht mehr mithalten. Reina. Also, bitte, ich bin fertig. Wir machen Schluss. Reina starrte mich durch ihre Tränen hindurch an und es gab nichts, was ich darauf erwidern konnte. Sie hatte absolut recht, dass ich im Unrecht war. Reina hat 3 Jahre an meiner Seite verbracht und ich war nie in der Lage gewesen zu erkennen, wie sie sich wirklich fühlte. Ich kam mir so erbärmlich vor. Reina drehte sich um und ging aus der Tür und ich würde sie nie wiedersehen. Das ist also passiert und meine Freundin Yoshi hat mit mir Schluss gemacht. Verstehe, verstehe. Deshalb hat Yoshi die Monochrome Family verlassen, ohne etwas zu sagen. Das ist die Welt des Online-Spiels Black X Black Dystopia. Mein Lieblingsspiel, von dem ich hier geradezu besessen war. Hier war ich nicht der normale Firmenangestellte Sakuta Shirosaki, sondern die wunderschöne Weißmagierin Shiro Usagi. Die Person, mit der ich gerade spreche, ist mein engster Freund in unserer Gilde, die Monochrom-Familie. Der mächtigste schwarze Ritter Kudo Ageha ist die tragende Säule der Gilde und ein zuverlässiger Angreifer mit der größten Offensivkraft in der Gruppe. Was du mir da erzählst, klingt, als wärst du im Unrecht, Shiro Usagi. Ich weiß, ich weiß. Oh, das tut mir leid. Würdest du etwas ausmachen, mich wiederzubeleben? Es sieht so aus, als hätte ich zu viel Aggro gesammelt. Deshalb kann ich nicht angreifen. Ja. Danke dir. Nun, zurück zur Geschichte. Weißt du, wo du am meisten Mist gebaut hast, Shiro Usagi? Wie meinst du das? Ist es, weil ich das falsche Hotelzimmer gewählt habe? Nie falsch. Das war nur der Auslöser. Ich vermute, als Yoshi wegging, wollte sie, dass du ihr nachkommst. Was ich damit sagen will, ist, dass sie die Balance zwischen Spielen und ihr getestet hat. Was ist wichtiger, ich oder das Spiel? Das wollte sie wissen und das war das Ergebnis. Anstatt ihr nachzulaufen, bist du hier und versuchst den täglichen Quest mit mir zu erfüllen. Deshalb ist es vorbei. Warte! Wow! Ich hab die goldenen Reißzähne! Hammer! Jetzt kann ich meine neue Ausrüstung damit machen. Wirklich? Super! Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Weißt du, Yoshi hat das auch zu mir gesagt. Sogar 2-mal. Ich mache ihr keinen Vorwurf. Ich wäre auch sauer, wenn ich eine Freundin wäre und mein Partner würde Spiele mir vorziehen. Das ist ätzend. Das klingt vielleicht wie eine Ausrede, aber es ist nicht so, dass mir Spiele wichtiger wären als Yoshi. Es ist nur so, dass ich dachte, Yoshi würde Black X Black Dystopia genauso lieben wie ich. Nun, es gibt so viele Frauen da draußen wie Sterne in der Galaxie. Ich bin mir sicher, dass du jemanden finden wirst. Kudo Ageha, danke, dass ich mit dir darüber reden konnte. Ich musste mir das von der Seele reden. Kein Problem, jederzeit. Aber die Hotelreservierung nicht zu nutzen, scheint mir eine Verschwendung zu sein. Ist das nicht dieser Themenraum, der kürzlich in den sozialen Medien zu sehen war? Ich habe gehört, dass es ein wahnsinnig harter Kampf um die Reservierung war und dass sie innerhalb von 1 Minute ausverkauft war, nachdem sie freigegeben wurden. Da wäre ich auch gern hingegangen.
Oh, willst du dann an meiner Stelle gehen? Als Dankeschön, dass du mein Gejammer angehört hast. Was? Oh, nein, das kann ich nicht tun. Das ist zu viel. Ach was, ich bereite dir im Spiel sowieso immer Unannehmlichkeiten. Außerdem glaube ich nicht, dass ich es genießen könnte, selbst wenn ich hingehe. Ich könnte die Reservierungen an jemanden versteigern, der versucht davon zu profitieren, aber ich würde sie viel lieber jemandem geben, der dieses Spiel von ganzem Herzen genauso liebt wie ich. Aber, um ehrlich zu sein, ich habe nicht das Geld dafür. Oh, mach dir darüber keine Sorgen. Die Reservierungen wurden bereits gezahlt. Aber trotzdem, nein. Ich würde mich zu schlecht fühlen. Okay, also gut. Warum machen wir es dann nicht so? Du kannst im Hotel übernachten und du kannst die limitierten Goodies, die nur die Hotelgäste kaufen können, als Souvenir für mich kaufen. Wie hört sich das an? Bist du sicher? Natürlich, ich würde mich freuen, wenn du für mich Spaß haben würdest. Gut, dann nehme ich dein Angebot gerne an. Ich danke dir. Ich sollte derjenige sein, der sich bei dir bedankt. Dieses Hin und Her geschah vor etwa einer Woche. Ich habe eine Nachricht von Kulu Ageha erhalten, dass er eine tolle Zeit im Themenraum hatte und sich mit mir treffen wollte, um mir die Souvenirs zu überreichen. Kulu Ageha lud mich zum einen Offline-Treffen ein und am folgenden Wochenende machten wir Pläne für ein Treffen. Wenn ich darüber nachdenke, ist das fast 2 Jahre her, dass ich mit Kulu Ageha zusammen spiele. Aber es ist das erste Mal, dass wir uns persönlich treffen. Die Zeit verging wie im Flug und ehe ich mich versah, war bereits eine Woche vergangen und der Tag unseres Treffens war gekommen. In den letzten Tagen hatte ich darüber nachgedacht, wie Kulu Ageha aussehen könnte oder was für ein Mensch er sein könnte. Er ist immer ruhig und logisch, ihre Ratschläge sind präzise und er versteht die Frauen wirklich. Aber er ist auch sehr nett, sogar zu Nerds wie mir. Es ist gut möglich, dass Kulu Ageha in einer ganz anderen Welt lebt als eine Schattenfigur wie ich. Er ist vielleicht der Typ Mensch, der in der echten Welt niemals mit jemandem wie mir sprechen würde. Aber eines war sicher, unsere Freundschaft, die in Black X Black Dystopia entstanden war, war echt. Das war als... Entschuldigung? Wie kann ich Ihnen helfen? Sind Sie zufällig Shiro Osagi? Ich drehte mich um und die Stimme gehörte einem kleinen Mädchen, das aussah, als wäre es etwa 10 Jahre alt. Hinter ihr stand eine Frau, die schöner war als alle, die ich je zuvor gesehen hatte. Die beiden hatten sehr ähnliche Gesichter. Ja, das bin ich. Aber was heißt das? Verzeihen Sie die verspätete Vorstellung. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Asano Kurosawa, alias Kuro Ageha. Ich werde dieses Jahr in die 5. Klasse gehen. Und das hier ist? Das ist meine ältere Schwester Yumi Kurosawa. Tut mir leid, aber sie hat darauf bestanden, mit mir zu kommen. Hätten wir gewusst, dass es so ein schickes Zimmer sein würde, hätten wir dieses großzügige Angebot nicht angenommen. Ich bin Asanos Schwester Yume. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich wollte mich auch bedanken. Ich weiß gar nicht, wie ich unsere Dankbarkeit richtig ausdrücken soll. Warte. Was zur Hölle, Kuro Ageha, du gehst in die Grundschule? Warte, du bist ein Mädchen? Ja? Hatte ich das nicht erwähnt? Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Weil dein Avatar so ein männlicher Charakter ist. Aber ich könnte dasselbe für dich sagen. Shiro Osagi ist ein weiblicher Charakter. Nun, das stimmt wohl, aber... Wie auch immer, wen kümmert's? Das ist sowieso alles unwichtig. Oh, hier, deine Souvenirs. Ich wollte mit dir über die Souvenirs und so reden, also wenn du Zeit hast, würdest du mit mir einen Tee trinken gehen oder so? Ich konnte die Situation nicht begreifen, aber so begann unser erstes Offline-Treffen. Zuerst wusste ich nicht, was ich sagen oder wie ich mich verhalten sollte, weil die Person, die aufgetaucht war, so ganz anders war, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber als wir ins Gespräch kamen, war es dasselbe oder eher dieselbe Kulu Ageha, mit dem ich immer gesprochen hatte und unser Gespräch nahm Fahrt auf. Ja, also der Kollaborationsraum war so toll. Er war buchstäblich genau wie der Ruheraum der Gilde. Wie war das Trockenfleisch? Oh Mann, es war so verdammt gut. Da bin ich aber froh. Und hat sich deine Schwester auch amüsiert? So sehr ich auch versuche, meine Schwester einzuladen, das Spiel mit mir zu spielen, sie wird es nie tun. Aber selbst sie war von dem Hotelzimmer wirklich begeistert. Ah, boah, sorry. Ich habe den Saft verschüttet. Was machst du denn da? Würdest du deine Hände hochhalten, damit du nicht nass wirst? Ich wische es mit der Serviette auf. Ah. Was ist denn? Oh, habe ich deine Hand berührt? Das tut mir leid. Nein, das war meine Schuld. Es tut mir leid.
Ah, es tut mir leid, Herr Shirosaki. Meine Schwester hat einen seltsamen Komplex, was ihre Hände angeht. Manchmal wird das missverstanden. Aber du hast nichts falsch gemacht, sie mag dich ja. Asano! Weißt du, meine Familie ist ein Haushalt mit nur einem Elternteil. Meine Schwester hat also ihr ganzes Leben lang fast alles im Haus gemacht. Und deshalb sind ihre Hände ein bisschen rau. Sie sagt, das sei ihr peinlich. Ich verstehe das nicht. Sie ist so talentiert und hat so viel zu bieten. Und trotzdem hatte sie noch nie einen Freund. Asano, es reicht. Bitte blamier mich nicht noch mehr vor jemanden, den wir kaum kennen. Das ist nicht peinlich. Und Shirosaki-san ist nicht jemand, den ich kaum kenne. Er ist mein bester Freund. Außerdem hat Shirosaki-san vielleicht keine Ahnung von den Feinheiten eines Mädchenherzens, aber er ist ein wirklich guter Mensch. Wenn du es ihm erklärst, wird er es verstehen. Stimmt's, Shirosaki-san? Ich denke, das stimmt. Sie hat recht. Ich weiß nicht, was Frauen wollen, aber... Kurosawa-san, ich meine die ältere Schwester. Ich finde ihre Hände sehr schön. Bitte sagen Sie nichts, was Sie nicht so meinen. Ich lüge nicht, denn diese Hände sind Hände, mit denen Sie hart gearbeitet und Ihre Familie ernährt haben. Ich glaube nicht, dass das etwas Peinliches ist. Wenn überhaupt, dann sollten Sie stolz darauf sein. Ich bin sicher, Kurosawa-san denkt genauso. Ja, ja, ja. Oh, du meinst am Ende mich, richtig? Nenn mich einfach Asano, das verwirrt sonst. Aber trotzdem, ich kann nicht anders, als mich für sie zu schämen und ich hasse sie, diese abgenutzten Hände. Nach diesem Gespräch zog sich die Schwester zurück und blieb still. So ging es den Rest der Zeit weiter, bis wir das Café verließen. Vielen Dank für den heutigen Tag. Ich hatte so viel Spaß. Oh, bevor sich unsere Wege trennen, kann ich noch ein bisschen mehr von deiner Zeit haben? Sicher, aber... Danke, ich bin gleich wieder da. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Kaufhaus irgendwo einen guten Laden haben sollte. Hä? Kaufhaus? Ich bin so schnell gelaufen, wie ich konnte, aber ich glaube, ich habe die beiden etwa 10 Minuten warten lassen. Als ich endlich zu den beiden Mädchen zurückkam, war ich sowohl überrascht als auch erleichtert, dass keine von ihnen schlechte Laune hatte. Ich bin ziemlich sicher, dass Rena wütend werden würde, wenn ich sie auch einfach nur ein bisschen warten ließ. Oh, willkommen zurück. Danke fürs Warten, Asano. Wie auch immer, ich habe das hier für deine Schwester. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen, wenn du willst. Das ist... Was ich vorhin gesagt habe, war wirklich nicht gelogen. Ich sage es noch einmal, aber ich finde ihre Hände wirklich wunderschön. Also, für die fleißige ältere Schwester ist das ein Geschenk von mir. Die Handcreme von diesem Laden hat eine super tolle Bewertung. Wow, gut gemacht, Shirosaki-san. Vielleicht können Sie sie ja mal ausprobieren. Und ich hoffe, dass Sie eines Tages stolz auf Ihre Hände sein werden. Ich bin Yumi. Was? Ich bin nicht nur die ältere Schwester. Du kannst mich Yumi nennen. Darf ich dich dann Yumi-san nennen? Ja, Shirosaki-san, richtig? Ich glaube, ich habe mich gerade in dich verliebt, Shirosaki-san. Was? Moment mal, wirklich? Wenn du möchtest, würdest du mit mir gehen wollen? Kurosawa-sans, ich meine Yumi, strahlende Haut brannte röter als die Sonne in der Morgendämmerung. Shiro Osagi, du hast meine Schwester abgewiesen und bist einfach so weggelaufen. Es tut mir so leid. Nun, sie hat nicht Unrecht. Genau wie Kuro Ageha gesagt hat, obwohl ich von ihrer schönen Schwester eingeladen wurde, habe ich sie abgewiesen. Und nicht nur das, ich bin weggelaufen, so schnell ich konnte. Hat sie etwas falsch gemacht? Ist jemand wie meine Schwester nicht dein Typ? Nein, nein, das ist es ganz und gar nicht. Um ehrlich zu sein, sie ist genau mein Typ. Sogar so sehr, dass ich nervös wurde und weggelaufen bin. Oh, ach so, ich verstehe. Das war eine schnelle Antwort. Deshalb war ich auch so glücklich, als sie mich um ein Date gebeten hat. Die Ablehnung war ganz allein mein Problem. Ich geriet in Panik. Rena, mit der ich 3 Jahre lang zusammen war, die 3 Jahre lang an meiner Seite war, und doch verstand ich nichts von ihr. Und am Ende habe ich sie verletzt und sie gehen lassen. Deshalb hatte ich Angst. Ich wollte nicht das Gleiche wiederholen. Als Mann fühlte ich mich so hilflos und nutzlos, wenn ich ein Mädchen zum Wein brachte. Es ist ätzend. Warum versuchst du dann nicht, meine Schwester diesmal richtig kennenzulernen? Shiro Osagi,
Du bist der Typ Mensch, der sich aufrichtig entschuldigen und sich bei der nächsten Gelegenheit ändern kann. Also bin ich mir sicher, dass du das hinbekommst? Warte, Kuro Ageha, wäre es für dich in Ordnung, wenn deine Schwester mit jemandem wie mir ausgehen würde? Wenn überhaupt, würde ich mich viel besser fühlen, wenn du es wärst, denke ich. Denn ich mag Leute wie dich. Oh, wenn du jüngere Mädchen magst, würdest du dann mit mir ausgehen wollen? Das ist kein witziger Witz. Hey, das war halb ernst gemeint. Aber würdest du das bitte deiner Schwester von mir ausrichten? Dass es mir leid tut, dass ich ihr keine Antwort geben konnte. Aber ich war wirklich froh, dass sie es so empfunden hat. Na gut, wie auch immer, hören wir auf, darüber zu reden. Sollen wir jetzt den limitierten Boss schnappen? Okay. Aber ich habe in den Foren gelesen, dass dieser Boss... Ja, sie sagen, dass das Serverteam die Schwierigkeitseinstellungen durcheinander gebracht hat und dass es fast unmöglich ist, gegen ihn zu gewinnen. Und wenn man von einem Schwächungszauber getroffen wird, der das eigene Limit überschreitet, muss man erstklassig spielen. Aber ich habe gelesen, dass der Schlüssel zum Sieg Teamwork ist. Ich verstehe. Nun, wenn das so ist... Ja, ich kann meine Aufregung kaum zurückhalten. Wir gingen naiv auf den Boss los und wir haben verloren. Wieder und wieder und wieder. Shirosaki-san scheint wieder ziemlich niedergeschlagen zu sein. Ich frag mich, ob es ihm gut geht. War er nicht kürzlich auch so? Ich habe gehört, dass er damals von seiner Freundin verlassen wurde. Vielleicht ist es dieses Mal dasselbe? Wenn das der Fall ist, dann schafft er es trotzdem, seine Arbeit zu erledigen, obwohl er aussieht, als würde er in einem Sitz versinken. Das ist beeindruckend. Hey Kishibe, du weißt schon, dass ich alles hören kann, was sie hinter mir sagt. Wir lassen es dich hören. Und warum? Offensichtlich, weil wir es dir leichter machen wollen, mit uns zu reden, wenn dich etwas bedrückt. Vielen Dank, aber bitte, es geht dich nichts an. Das stimmt, es geht sie nichts an. Und ich könnte es ihnen auch auf keinen Fall sagen. Wie könnte ich ihnen sagen, dass ich jemanden wie Yumi zurückgewiesen habe und dass ich es ein bisschen bereue? Aber ich habe trotzdem zu viel Angst, dass ich Yumi verletzen könnte, wenn ich mit ihr ausgehen würde. Und außerdem denke ich immer noch an Reina und... Oh, dieses Gesicht kenne ich. Du denkst an deine Ex-Freundin, stimmt's? Woher weißt du das? Bist du ein Hellseher? Du merkst es vielleicht nicht, aber du bist leicht zu durchschauen, Sakuta. Nun, ich hoffe, du kannst deine Gefühle bald in Ordnung bringen, sonst kannst du nicht das nächste Kapitel in deinem Leben schreiben. Kishibe, danke. Keine Ursache. Also, ich konnte mich nicht dazu durchringen, Kishibe all das zu erzählen, aber es gab drei Dinge, die mir im Moment durch den Kopf gingen. Erstens, dass ich Yumis Gefühle für mich zurückgewiesen habe. Zweitens, dass ich Reina immer noch mag und sie nicht vergessen kann. Aber an diesen beiden Dingen konnte ich nichts ändern. Egal wie viel ich darüber nachdachte, sie waren sowieso alle Vergangenheit. Nur die dritte Sache war anders. In letzter Zeit wurde Kudo Ageha häufig von unseren Feinden besiegt. Ihre Kampfhaltung war schlecht und alle Bewegungen waren chaotisch und die Angriffe unorganisiert. Das war meine dritte Sorge. Kudo Ageha, geht es dir gut? Ja, mir geht's gut. Ist etwas passiert? Was meinst du mit etwas? Hast du irgendetwas auf dem Herzen? In letzter Zeit lässt du dich leicht unterkriegen und deine Reaktionszeit ist auch langsam. Und du machst auch einfache Fehler bei deinen Bewegungen. Wenn es etwas gibt, worüber du reden willst, bin ich immer da. Von da an war es etwa 5 Minuten lang still und Kudo Ageha war wie erstarrt. Um ehrlich zu sein... Du hast dir die Hand verletzt? Ja, das ist richtig. Deshalb kann ich sie nicht so bewegen, wie ich es sonst tue. Dann solltest du dich vielleicht ausruhen und das Spiel eine Weile nicht spielen. Aber wenn ich den Gebietsboss der limitierten Auflage nicht mit dir besiege, Shirasaki-san, dann werde ich es definitiv bereuen. Außerdem müssen wir neue Waffen sammeln, oder? Stimmt. Wir wussten nicht, wann sie diesen Boss-Charakter wieder zurückbringen würden, also konnte ich als Gamer, der ich war, nicht leugnen, dass ich ihn jetzt unbedingt besiegen wollte. Allerdings wurde ich von Reina genau deswegen abserviert. Ich wollte nicht denselben Fehler machen. Das Spiel ist wirklich wichtig für mich, aber es gibt wichtigere Dinge als das hier. Umso wichtiger ist es, dass du dich ausruhst, damit du schneller und in bester Form wieder ins Spiel einsteigen kannst. Wenn ich irgendetwas tun kann, um zu helfen, werde ich das tun. Also lass uns erstmal geduldig sein und eine Pause einlegen. Sicher? Ja, sicher. Dann möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Würdest du mit mir einkaufen gehen? Ich wollte fragen, ob du mir helfen kannst, die Tüten zu tragen. Was? Ich verstehe, natürlich. Ich danke dir vielmals. Das wäre eine große Hilfe.
Ich meinte, ich kann ja auch bei allem anderen helfen, zum Beispiel beim Sammeln von Materialien innerhalb des Spiels. Außerdem wird gut sein, mich von allem abzulenken. So ging ich zum Supermarkt, von dem Kudo AGH bzw. Asano mir gesagt hatte, dass ich sie treffen sollte. Aber aus irgendeinem Grund war stattdessen Yumi, die auftauchte. Moment mal, Yumi-san, warum bist du hier? Was soll das heißen? Wir hatten doch versprochen, uns hier zu treffen, oder nicht? Und dann wurde es mir klar. Der Gefallen, einkaufen zu gehen, bestand nicht darin, Asano zu begleiten, sondern an ihrer Stelle ihre Schwester mit den Tüten zu helfen. Ach, nichts, das war ein Missverständnis, tut mir leid. Wollen wir? Du rettest mich wirklich. Ich konnte das heutige Sonderangebot nicht ungenutzt verstreichen lassen. Ist das so? Ja, freut mich, dass ich dir helfen konnte. Shirosaki-san, was ist Ihr Lieblingsessen? Mal sehen, das ist schwer. Aber vielleicht ist es Hamburger. Was ist denn? Ach, nichts. Ich dachte nur, das war so süß. Aber verstehe. Hamburger, ja. Wenn ich für dich einen Hamburger machen würde, würdest du ihn dann für mich essen? Oh, naja. Wäre dir das unangenehm? Auf keinen Fall. Nun, dann lass es mich bitte irgendwann für dich machen. Yumi-san, deine Hände. Ah, du hast es endlich bemerkt? Ja, das ist richtig. Ich habe die Handcreme benutzt, die du mir gegeben hast. Und meine Hände sind so viel besser geworden. Danke, Shirosaki-san. Das freut mich zu hören. Ich habe dir doch gesagt, dass du schöne Hände hast. Dank dir habe ich endlich das Gefühl, dass ich meine eigenen Hände ein bisschen mögen kann. Als Yumi-san das sagte und lächelte, war sie noch schöner, als ich sie in Erinnerung hatte. Und ich war mir sicher, dass es da draußen hunderte von anderen Männern gibt, die so über sie denken. Das machte mir klar, dass ich kein Mann bin, der es wert ist, neben ihr zu stehen. Auf der einen Seite war ich erleichtert, aber auf der anderen musste ich zugeben, dass ich egoistischerweise auch ein wenig traurig darüber war. Ist das alles? Ah, lass mich auch etwas tragen. Keine Sorge, ich bin zwar ein Nerd, aber ich bin immer noch ein Mann. Wenn überhaupt, kann ich noch eine andere Tasche halten. Was? Wie denn? Du hast die Hände voll? Mit meinem Mund. Du machst immer Witze. Ich habe nicht mehr versucht, einen Witz zu machen. Nun, lass uns diesmal wenigstens halb-halb machen. Halbe-halbe? Yumi-san? Ja, was gibt es? Ist das nicht ein bisschen peinlich? Was denn? Das? Ich bin nur froh, dass ich so Seite an Seite mit dir gehen kann. Und es macht mir Spaß. Sieh mal, da drüben wird Lotto gespielt. Oh, das tun sie. Warte, was? Direkt vor mir stand keine geringere als Reina. Sie sah aus, als hätte sie so viel Spaß. Viel mehr Spaß, als sie jemals mit mir hatte. Und sie hielt sich am Arm eines Mannes fest, der viel besser aussah als ich. Es sah so aus, als hätten sie nur eine Packung Taschentücher gewonnen. Aber selbst dann sahen sie so aus, als hätten sie Spaß. Es schien, als hätten sie mich nicht bemerkt, als sie wegging. Ich fühlte einen kurzen Schmerz in meinem Herzen, aber gleichzeitig war ich wirklich glücklich, Reina so lächeln zu sehen. Reina hatte sich weiterentwickelt, das war sonnenklar. Und in diesem Moment wurde mir endlich klar, dass es mit ihr vorbei war, dass ich derjenige war, der mit einem gebrochenen Herzen zurückblieb. Stimmt etwas nicht? Nein, es ist nichts. Aber du siehst so aus, als würdest du gleich weinen. Nein, ganz und gar nicht. Shirosaki-san, gehen wir in den Supermarkt. Hast du vergessen, etwas zu kaufen? Ja, wir gehen Glück kaufen. Gibt es das überhaupt im Supermarkt zu kaufen? Yumi ignorierte meine Frage und stürmte in Richtung des Ladens. Oh, mit Glück meintest du Convenience Store Eiscreme. Machst du dich gerade über mich lustig? Das ist nicht meine Absicht. Normalerweise kaufen wir Eis nur im Supermarkt, wenn es im Angebot ist. Also ist Eis aus dem Convenience Store für die Familie Kurosawa ein echter Luxus, weißt du? Wir dürfen es nur zu Feierlichkeiten essen oder wenn wir uns wirklich schlecht fühlen. Der Vanillegeschmack vom Eis aus dem Convenience Store ist der Geschmack des Glücks. Es ist so lecker. Wird Asahi nicht wütend, wenn sie es erfährt? Ja, genau. Wirst du also dieses kleine Geheimnis für dich behalten? Ein Geheimnis zwischen uns beiden. Da werde ich rot. Komm schon, fühlst du dich jetzt nicht ein bisschen besser?
Ja, stimmt schon, du Yumi-san. Was gibt's? Danke, wirklich, vielen Dank. Gern geschehen. Ich bin wirklich froh, dass du neben mir sitzt, Yumi-san. Das habe ich aus tiefstem Herzen empfunden. Wenn ich allein gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich schamlos auf dieser Bank geweint. Das Eis, das ich an diesem Tag aß, schmeckte wie das süßeste Eis, das ich je in meinem Leben gegessen habe. Und genau wie sie sagte, ist es wohl genau das, was die Leute Glück nennen. Es war der letzte Tag, an dem wir den Boss in Black X Black Dystopia herausfordern konnten. Asanos Hand schien genesen zu sein, und wenn überhaupt, war sie nach ihrer Genesung sogar besser als zuvor. Wir benutzten die verschiedenen Materialien, die wir beide gesammelt hatten, um ein neues Großschwert zu schmieden. Und wir schwangen es gut gelaunt herum. Ich stand neben ihr bereit für den Kampf. Vor uns stand der größte Feind, dem wir je gegenübergestanden hatten. Aber mit Kudo Akeha an meiner Seite hatte ich keine Angst. Wir werden das hier gewinnen. Das müssen wir. Ja, wir müssen es einfach schaffen. Shirosaki-san. Was gibt es? Wenn wir diese Schlacht gewinnen, möchte ich dir etwas sagen. Ey, sowas vor dem Kampf zu sagen, bringt Unglück. Was? Daran habe ich nicht gedacht. Tut mir leid. Aber das ist schon okay. Ich bin nicht besorgt. Ich weiß, dass wir das gemeinsam durchstehen können. Ja, das ist richtig. Und dann, lass es uns tun. Aha! Kuro Akeha, zieh dich zurück, damit du dich erholen kannst. Ich kann versuchen, ihn abzulenken und etwas Zeit zu gewinnen. Danke. Genau wie ich dachte, reicht die Menge des Weißmagiers immer noch nicht aus, um ihn zu schaden. Es tut mir leid. Ich werde wieder an die Front kommen. Mein Stärkungszauber wird bald aufgebraucht sein, also werde ich den Zauber neu sprechen. Kuro Akeha, der Gegenangriff kommt. Zurück! Ja. Wir haben es fast geschafft. Wir können es schaffen. Nur noch ein Angriff. Aber ich komme nicht an ihn heran. Wenn das der Fall ist, muss ich zuerst gehen. Aber dann, Shirosaki-san, du... Ich werde all meine verbleibenden MP zur Verteidigung einsetzen. Aber selbst dann kann ich uns wohl nur noch maximal 10 Sekunden verschaffen. Also, Kuro Akeha. Ich übernehme das. Ich werde ihn ausschalten. Die Flammen kamen immer näher. Auch wenn es nur ein Spiel ist, konnte ich die Hitze spüren, denn ich war schweißgebadet. In der realen Welt hätte ich nie eine Chance gegen sowas gehabt. Aber seltsamerweise gab mir das Wissen, dass Kuro Akeha hinter mir stand, die nötige Zuversicht, mich zu behaupten. Ich glaube, das nennt man Mut. Jetzt! Dies ist das Ende! Geschafft! Weggeräumt! Kuros Akehas letzter Schlag ließ den Boss in zwei Teile zerspringen, und wir hörten endlich die Siegesfanfare um uns herum. Die Worte Stage Cleared funkelten über unseren Köpfen, als wäre es unsere Krone. Wir haben es geschafft, Kuro Akeha. Ja, wir haben es geschafft. Oh, der feingelassene Gegenstand ist der besondere Gegenstand des Events. Der Ring des Glücks. Ah, ich bin so glücklich. Ich wollte den schon so lange haben. Glückwunsch. Für mich war es der Armreif des Glückes. Verstehe. Shirosaki-san, bitte lass es mich noch einmal sagen. Ich mag dich. Bitte geh mit mir. Ich schwöre auf diesen Ring, dass ich dich glücklich machen werde. Asano? Nein, ich bin's, Yumi. Am Ende stellte sich heraus, dass die Person, die Kuro Akeha in den letzten Tagen kontrolliert hatte, nicht Asano, sondern Yumi gewesen war. Der Grund, warum ich Yumi abgelehnt habe, war, dass ich sie nicht genug kannte, also hat sich Asano diesen Plan ausgedacht, damit ich ihre Schwester schneller kennenlerne, indem ihre Schwester dieses Spiel mit mir spielt. Das bedeutete natürlich, dass auch die Handverletzung eine Lüge war und dass der Grund für ihr wackeliges Spiel darin lag, dass die Spielerin am Controller eine Anfängerin war. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr ergab das alles Sinn. Ich fand es komisch, dass du mich im letzten Spiel mit meinem richtigen Namen ansprichst. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Aber ich wollte, dass Shiro Usagi die Gefühle meiner Schwester versteht und sie auch besser kennenlernt. Und dann hat sich meine Schwester noch mehr in dich verliebt. Sie mag dich wirklich und deshalb... Mach dir keine Sorgen, ich habe alles gespürt. Noch vor kurzem konnte sie nur Anfängerbewegungen ausführen, aber jetzt hat sie schon die Fähigkeiten, mit denen sie einen Boss ausschalten kann. Selbst wenn sie von Natur aus gut in Spielen wäre, hätte sie ohne harte Arbeit und Leidenschaft nie auf dieses Niveau geschafft. Ich dachte an Yumi und daran, wie es ihr ging, und ich wollte ihre Freundlichkeit mir gegenüber erwidern. Ich glaube, das ist es, was man Liebe nennt. Deshalb habe ich... Willst du wieder mit mir ein Eis essen gehen? Heißt das, dass... Du hast gesagt, dass die Kurosawa-Familie Eis aus dem Convenience Store isst, wenn ihr feiert, richtig? Ja, genau. Ich kann's kaum erwarten.
Ich auch nicht. Ach übrigens, ich habe etwas vergessen zu sagen. Yumi-san, ich mag dich auch. Dieses Mal werde ich es nicht vermasseln. Am Ende hörte ich Kudo Ageha sagen, Eiscreme? Wovon spricht er? Ich muss mehr darüber hören. Und das war zweifellos Asano. Deshalb sagte ich, nächstes Mal Asano, kannst du mitkommen und wir drei können zusammen essen. Sich um jemanden zu kümmern, bedeutet sich um die Dinge zu kümmern, die ihm am wichtigsten sind. Ich glaube, das ist es, was es bedeutet, wenn man sich wirklich um jemanden kümmert. Und ich möchte mich um alles an diesem Mädchen kümmern, das ich mag.